Schon der erste Blick verrät. Hier gibt's einen bunten Vogel. Einen, der auffällt in einem Umfeld, in dem man Understatement lebt. Der ist super. Der hält auch an. Man erkennt ihn gleich, wenn er auf dem Parkplatz ist, an dem gelben Auto. Und er hält auch an. Ein paar Worte wechselt und dann wieder losfährt. Ja. Max Kruse, ein echter Transfer-Coup von Union Berlin. Einer mit viel Potenzial auf und neben dem Platz. Einen wie Kruse gab es bei Union noch nie. Ein Instinktkicker, der sofort für Rekorde sorgt. 16 von 16 Elfern in der Bundesliga verwandelt. Er ist ein absolut toller Fußballer, außergewöhnlicher Spieler. Wir hätten uns ihn wahrscheinlich auch nicht leisten können. Der tut sehr gut der Mannschaft, ja. Aber erleben kann ich nicht viel. Kann nur, was aus den Zeitungen ist. Zum Training kann man nicht mehr. Und um frische Luft zu schnappen, fahre ich manchmal mehrmals am Tag am Stadion vorbei, über den Parkplatz. Man hat das Gefühl, das ist noch Union. Union rockt die Liga, aber die Fans müssen draußen bleiben. Mit, wir gehen ins Stadion. Matze Kochs Fotoband erzählt von den Zeiten mit Fans. In die alte Försterei. Das ist eigentlich die schlimmste und die schönste Zeit, die man als Fan erleben kann. Wenn man so will, ist das die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte seit 1966. Und der Verein ist quasi, muss für sich selbst spielen. Unsere alte Försterei. Der Regisseur des Erfolgs, Urs Fischer. Er bringt die Eisernen gleich in seiner ersten Saison ins Fußball-Oberhaus. Unions Traum wird wahr. Union setzt auf den Kruse-Effekt. Mit ihm kommt Tempo ins Spiel. 6 Tore, 5 Vorlagen, 11 Scorerpunkte. Nur Lewandowski und Haaland sind besser. Es gibt zwei Phasen. Es ist die offensive Phase, wie auch die defensive Phase. Und für mich gilt bei beiden Phasen eigentlich bestmögliche Organisation. Max hat natürlich die Kreativität, auch die individuelle Klasse. Ich glaube, so dieser Verbindungsspieler zu sein. Nach einem abgebrochenen Intermezzo bei Fenerbahce Istanbul mischt Kruse nun die Hauptstadt auf. Ein gewagtes Experiment? Ein bisschen haben wir schon die Katze im Sack gekauft mit Max, weil natürlich auch Max zu diesem Zeitpunkt verletzt war. Und ich wusste, wie lange fällt er eigentlich aus mit dieser Verletzung. Und gleichzeitig eben auch natürlich ein Spieler kam, der sicherlich eben auch durch seine Bekanntheit nochmal einen anderen Status einnehmen würde. Und natürlich ist es erst einmal auch vielleicht etwas verrückt, dann zu glauben, er kann zur Union gehen. Aber da weißt du nie, wie sich das vorher entwickelt. Du hast aber ein gutes Gefühl gehabt aus den Gesprächen heraus, sonst hätten wir es nicht gemacht. Der Lebemann Kruse und der Arbeiterverein aus Köpenick, da haben sich zwei gefunden. Ich habe mich einfach von vornherein wohlgefühlt. Das ist das, was mich die letzten Jahre immer bei meinen Entscheidungen getragen hat. Das ist auch nicht meine Prämisse gewesen, zu sagen, ich muss jetzt international spielen, sondern ich wollte einfach Spaß am Fußball haben. Ich wollte einen Verein haben, der für Tradition steht, der sich entwickeln will und der das Ziel hat, über die nächsten Jahre auch in der Bundesliga sich zu etablieren. Mit Kruse im Team spielen viele plötzlich besser. Eine Sonderstellung aber hat er nicht. Max alleine auf dem Feld wird dann auch nicht den Unterschied machen. Er braucht die anderen und die anderen brauchen dann manchmal auch ihn. Und das ist genau der Punkt. Und du kannst bestimmte Dinge nicht lernen. Intuition, die er hat, ja, sein Spielverständnis, diese Dinge, wie er den Ball behandelt, das kannst du nicht trainieren, das kannst du auch nicht lernen, das kannst du dir ein bisschen erhalten. Aber das sind dann halt auch manchmal Unterschiedsspieler. Und Max ist einer, der einen Unterschied machen kann. Kruse macht den Unterschied auf und auch neben dem Platz. Nicht nur durch seine gute Laune. Er ist aktuell vielleicht der beste Max Kruse, den die Bundesliga bislang gesehen hat. Na, erstens, glaube ich, ist seine größte Stärke die Spielintelligenz. Also der Gegner hat Riesenprobleme mit ihm. Das ist für uns schon mal ein Vorteil. Und wenn es mal ein Gegner so handhabt wie in Köln, dass sie Max Mann decken, dann gibt das für die anderen Spieler auch Räume. Also es ist eine Win-Win-Situation. Von dem her, glaube ich, ist jeder im Verein froh, dass er da ist. Wer Kruse kauft, bekommt Kruse pur. Das Fußballphänomen, für einige auch ein Albtraum. Er sendet auf allen Kanälen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Max Kruses Casting Couch. Großer Spieler. Dein erster Gedanke, als du gelesen
gehört hast. Max Kruse kommt zur Union. Schönen guten Abend euch allen. Zum Glück habe ich morgen noch frei. Der leidenschaftliche Pokerspieler lässt sich nicht an die Leine legen, raucht Shisha, streamt stundenlang auf seinem Gaming-Account, motzt nach einem Radarblitzer über die Polizei und sorgt mit dem Ausflug in eine Bar für Wirbel. Ein unangepasster Profi, der polarisiert und für Gesprächsstoff sorgt, all das aber noch kein Problem für Union. Ich nehme mir ja nicht so übel. Er soll seine Leistung bringen. Und die Leistung ist das A und O. Wir sprechen dauernd miteinander. Und bisher kann ich im Grunde genommen nicht erkennen, dass er jetzt jemand ist, der sich so extrovertiert dahinstellt, dass er eine Profilneurose entwickelt und jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen und irgendwelche Kameras sucht. Ich musste bis heute noch nie einschreiten. Ich habe mal mit Max ein Gespräch geführt. Ich habe mich auch mal dazu geäußert, dass ich mich wahrscheinlich anders geäußert hätte wie er, aber er ist Max Kruse, er hat gutes Recht, sich so zu äußern, wie er es empfindet. Im Moment funktioniert das gut, weil eben auch Max bereit ist, Arbeit für die Mannschaft zu verrichten. Genau das ist es, sage ich euch ganz ehrlich. Ich will auch gar nicht alles dafür tun, dass jeder mich irgendwie liebt oder gut findet, sondern jeder muss mich so nehmen, wie ich bin. Ich bin eine Persönlichkeit, die sagt, was sie denkt. Innerhalb des Kreises bewege ich mich so, wie es sich gehört. Jeder hat sich an Regeln zu halten und das tue ich auch. Einst nach Eskapaden ausgemustert, stünde Kruse für ein Comeback im DFB-Trikot zur Verfügung. Nationalmannschaft zu spielen ist immer ein Ziel gewesen und immer ein Traum. Und den würde ich mir auch gerne wieder erfüllen. Ich glaube, am Ende entscheidet der Bundestrainer, ob ich gut genug bin für die Nationalmannschaft. Und wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Aber ich werde sicherlich nicht meine Art und Weise ändern und mich jetzt umstellen und sagen, ich sage keinen Ton mehr, wenn ich dafür in die Nationalmannschaft kommen würde. Kruse bleibt Kruse und der brennt für das erste Berliner Derby. Doch es wird ein schwarzer Freitag für Union. Ein Tritt mit Spiel entscheidend und schmerzhafter als die 1:3 Niederlage ist das Aus für Super Kruse. Seine Muskelverletzung bremst zunächst die Euphorie der Eisernen. Platz 6 in der Tabelle aber lässt die Unioner weiter träumen. Die Frage, Europa, wir kommen, die schwebt hier bei manchen Fans und bei manchen Journalisten auf jeden Fall im Hinterkopf, vielleicht auch schon im Vorderkopf. Unser Saisonziel ist Klassenerhalt. Und die Ziele sind klar, wir wollen die Klasse halten. Klassenerhalt. Mit. Wir gehen ins Der Traum? Stadion. Erste Liga. Beim Aufstieg durften die Fans immerhin noch ganz nah dabei sein. Wir haben gezittert hier auf der Tribüne oder auf den Rängen, wo wir waren. Und dann war die Erlösung. Und dann kam der Platzsturm. Wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Eisenhart, ja. Wir sind Union. Unsere Fußballreligion.